So, meine Lieben, jetzt war gerade DHL da und ich zeige euch mal, was so ein bisschen eingetroffen ist bei mir. Also, ich habe schon alles ausgepackt. Einmal Athletic Greens Nachschub. Ich liebe, liebe, liebe es. Wirklich. Das ist für mich mein Lieblingsritual. Echt, ich freue mich so sehr, jeden Morgen das zu trinken. Das ist einfach lecker. Und du hast hier alles abgedeckt von Vitamin C über A, über E, über Riboflavin, über Vitamin B6, Vitamin B12, über Biotin, Zink und Magnesium. Also, das ist der Hammer. Dann habe ich hier was bestellt für den Kühlschrank und zwar so ein Einsatz. Ich habe so viele Öle, die mir da immer rumrollen hin und her und mein ganzer Kühlschrank ist irgendwie gefühlt voll. Und deswegen habe ich das jetzt hier so zum Einhängen bestellt für meine Öle, damit es ein bisschen übersichtlicher wird im Kühlschrank. Kann ich euch gerne verlinken. Und dann habe ich hier auch schon mal was ausgepackt. Und zwar hat mein, wie sagt man, meine Küchenmaschine oder Küchengerät, weil es ist nämlich nicht nur ein Stabmixer, hat den Geist aufgegeben, sodass ich mir jetzt einen neuen bestellt habe. Und zwar diesen Quick 7. Und der ist nicht nur, Moment, ich packe das vielleicht mal für euch aus. Dann kann ich euch es besser zeigen. Ja, ich bin so begeistert. Bis gleich. So, sieht das Ganze jetzt aus. Und ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut, meine Lieben. Denn ich habe hier was geliefert bekommen, was hier gebrochen ist. Das heißt, ich werde es reklamieren und mir aber das gleiche Gerät nochmal bestellen. Schade, schade, schade. Das hat hier einen richtigen Bruch drin. Aber ich werde auf jeden Fall, oh Mann. Werde auf jeden Fall mir das gleiche nochmal bestellen und zeige es euch jetzt schon mal. Also, wir haben hier dieses Hauptgerät, sage ich jetzt mal, was man hier eben reinsteckt. Dann hat man hier einen Pürierstab. Wenn man es hier reinsteckt, dann hat man zum Pürieren von Kartoffelbrei oder mal ja, Kürbissen, Kürbissuppe, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, dass das noch so leicht, ja, stückelig ist und nicht so breich. Dann hat man hier einen Messbecher. Wir haben hier, und das finde ich richtig gut, eine kleine Küchenmaschine zum Zerkleinern von Knoblauch, vielleicht auch mal Nüsschen oder für ein kleines Dressing zum Herstellen. Richtig gut. Dann haben wir hier einen Schneebesen. Und wir haben hier ganz, ganz viele Messer. Und die sind super. Weil mit diesen Messern, wenn ich die zum Beispiel hier in dieses Gerät reingebe, kann ich zum Beispiel Zucchini-Scheiben machen oder ich kann Spiralen machen oder ich kann mir einen Möhrensalat machen in dicker oder eben dann in dünner. Und das vereinfacht das Salat-Game um ein Vielfaches. Und ich kann natürlich einfach mir Dressings machen, indem ich hier so einen Zerkleinerer habe. Und funktionieren tut das so, dass man hier eben das Gerät einsetzt, hier oben. Und hier schmeiße ich dann hier meine Gurke rein oder meine Möhre. Und der zerkleinert das dann. So sieht das Ganze jetzt aus. Genau. Und das zerkleinert dann quasi. Und hier kann ich die Messer eben tauschen und kann diesen Einsatz dann beigeben. Wie auch immer, man kann damit auch Smoothies machen. Also das ist wirklich ein super, super Gerät. Und ich finde, man braucht ein Gerät mindestens für so Salate und Dressings. Und ich bin ein Freund immer von multifunktionalen Dingen. Ich mag es nicht, wenn in der Küche 100 Geräte rumstehen. Ich mag am liebsten eins haben. Ich habe hier auch so eine Federung richtig gut. Und mit der mache ich dann alles. Also das werdet ihr jetzt ganz, ganz häufig bei mir sehen. Und vielleicht machen wir auch heute schon hier drin. Und das ist ein bisschen klein. Ja, ich muss mal schauen, ob ich es schaffe, eine Hafermilch zu machen. Ansonsten blende ich euch das Ganze ein, wenn ich das Gerät ausgetauscht habe. Ja? In diesem Sinne, wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit wieder. Macht's gut. Ah ja, Link, falls ihr wollt, falls ihr das bestellen wollt. Verlinke ich euch gerne in der Infobox. So, meine Lieben, mir ist auch ganz wichtig, dass ich euch die leckeren Sachen zeige, aber auch die Flops. Hier dieser Bio-Aloe Vera-Saft hat so super geklungen, nur mit 100% Aloe Vera und der ist jetzt vom DM. Den habe ich mir gegönnt und dann konnte ich ihn nicht mehr trinken.
trinken, weil er einfach so eklig war am Vortag. Und da habe ich gedacht, ach, den mache ich mir morgen in meinen Smoothie rein. Der ist super gesund und das schmeckst du nicht. Deswegen weniger Wasser diesmal im Smoothie und ein Schuss von diesem Bio-Aloe Vera-Saft, weil Aloe Vera ist natürlich komplett durchflutend, also sowohl äußerlich als auch innerlich. Komplettes Anti-Aging und einfach super für unsere Zellen, super nährhaft. Oder wie sagt man, nährstoffreich. Deswegen immer so ein bisschen ein Schuss von etwas Ekligem in etwas Gesundes. Das ist so meine Devise. Und zum Abendessen sind wir hier in einem Bowl-Restaurant. Nennt sich Buddha Garden, glaube ich, in Nürnberg. Und als Vorspeise habe ich jetzt hier eine Suppe mit Zitronengras bestellt, mit Tofu und mit Gemüse. Und habe mir hier noch ein Wasser dazu geholt. Und ich würde vorschlagen, wir probieren mal zusammen. Ja, das ist sehr gut gewürzt, so wie ich das mag. Hört man mich überhaupt? Ja, also super, super lecker. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es so eine Tom-Kagai-Suppe ist mit Kokosmilch. Aber macht nichts, sie schmeckt auch richtig, richtig gut. Und lassen wir jetzt schmecken und wir sehen uns dann zum Hauptgericht. So, meine Lieben, und jetzt, kurze Zeit später, ist auch schon der Hauptgang da. Wir haben hier Brokkoli, also erstmal haben wir einen Buddha Bowl, das muss ich vorab sagen. Ich weiß nicht mehr, was das Dressing war, aber wir probieren einfach mal zusammen. Ich gebe mir das einfach alles drüber. So. Das ist, glaube ich, Wildkräutersalat gewesen mit Kichererbsen, Tomaten, Reis, Avocado und vor allem Brokkoli. Ja, das ist eine Sesamsoße. Finde ich ganz lecker, ein bisschen bitter vielleicht. So, und jetzt probieren wir mal diese crunchy Tofu-Geschichte. Also man sieht wenig vom Tofu und es ist auf jeden Fall frittiert. Also eigentlich nicht so meins, aber es wird alles probiert. Es ist auf jeden Fall sehr hart. Okay. Ja. Schmeckt wenig nach Tofu, schmeckt nicht schlecht, aber ist halt paniert und frittiert und Zeug, das mag ich nicht so gerne. Aber es schmeckt nicht schlecht. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich würde mich jetzt da nicht reinlegen. So, ich lasse ihn mir jetzt schmecken und entweder wir sehen uns dann später nochmal, wenn ich noch Hunger habe, oder eben nicht. Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal für das Video und wünsche euch einen schönen Abend. Seid euch ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut, ciao. Eure Lana. Und nach dem Essen gab es dann noch einen leckeren Cocktail und da nehme ich euch natürlich auch komplett mit. So sah hier dieses Lokal aus, total süß und schnuckelig. So, nimm Platz, liebe Lana, denn mach dich auf eine Karte gefasst, wo es keine alkoholfreien Cocktails gibt. Die musste ich nämlich speziell ordern, weil ich einfach keine Lust hatte auf Alkohol. Mir reicht das schon, dass das nicht super clean ist und mit Zucker und so weiter. Was ja auch völlig okay ist, denn... Es ist lecker, so wie ihr mich hier reden hört. Ausnahmen gibt es natürlich und das auch bei mir, da bin ich nicht so streng, wie ihr wisst. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren und mitnehmen. Und wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut, ciao, eure Lana.